Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Der Winter lässt dieses Jahr wirklich zu wünschen übrig. Doch was ist, wenn der Winter erstmal richtig eingesetzt hat und der Winterdienst viel zu tun hat? Sollte es Ihrer Meinung nach denn eine Zusatzgebühr geben? Oh, jetzt ist eine gute Frage. Es kommt ja immer auf den Winter an. Dieses Jahr bestimmt nicht, aber letztes Jahr mit Sicherheit. Also ich denke mal, ja, doch. Wir wollen alle sicher auf der Straße sein. Wir wollen alle sicher zu Fuß gehen können. Ich denke mal, da könnte man das schon erheben. Nee, bin ich dagegen. Es gibt ja Jahre, wo auch nicht viel los ist. Dadurch kann man das ausgleichen. Also ich sage jetzt mal so, wir wohnen auf dem Dorf und müssen sowieso alles selber räumen. Insofern sehe ich da auch keinen Sinn drin. Denn wir müssen an den Straßen überall selber sauber machen. Die Straße selber wohl nicht, aber die Fußwege und am Kannstein, das müssen wir alles selber machen. Nein, der Meinung bin ich nicht, weil das sollte über die normalen Steuern abgedeckt sein. Winterdienst ist eine Sache und Straßenunterhaltung im Allgemeinen ist eine andere Sache. Das gehört alles zusammen und dazu gehört der Winterdienst auch. Also insofern bin ich nicht der Meinung, dass dafür eine Zusatzgebühr erhoben werden sollte. Also wenn er so nicht vernünftig zu finanzieren ist, ja, dann, weil der Winterdienst wichtig ist. Aber idealerweise sollte natürlich aus den schon zu entrichtenden Abgaben zu bezahlen sein. Nein, nein. Die Leute machen auch ihren Job und ich denke mal, wenn die vom Bauamt jetzt, was weiß ich, Wochenende oder nachts raus müssen, dann kriegen sie dies ja nun schon vergütet, bezahlt und ich denke, da ist eine Zusatzgebühr nicht unbedingt notwendig. Jein. Auf der einen Seite halte ich das für sinnvoll, für alte Leute, die selber nicht mehr schippen können. Und auf der anderen Seite, wenn ich an meine Euronen denke, die im Portemonnaie sind. Ach doch, eigentlich ja, es kann ja nicht so viel sein, ne? Ich denke, eigentlich sollten die Gemeinden so haushalten, dass sie das mit einplanen sollten. Die Gebühren insgesamt schon so hoch sind, dass das mit drin sein sollte. Eine Zusatzgebühr sehe ich eigentlich keinen Raum für. Sehen Sie das genauso? Tja, ist ja die Frage, wie die Kommunen mit ihren Haushalten so auskommen, nicht? Also normalerweise erheben die ja, denke ich mal, anlassbezogen ihre Gebühren und Beiträge. Und dann wird man sicherlich sich auch nicht verwehren können, wenn es heißt, dafür ist Geld erforderlich und wir müssen entsprechend Gebühren erheben. Meiner Meinung nach nicht, nein, weil Winter ist für mich ganz was Normales, gehört zu den Jahreszeiten, die wir hier haben. Und dementsprechend müsste das nicht extra noch besteuert werden. Da die Bevölkerung schon so viele Steuern und Abgaben bezahlen, sind die Menschen der Meinung, dass es keine zusätzliche Gebühr für den Winterdienst geben sollte.